Heute zeige ich euch eine Schablone für einen Kuchen, und zwar eine Zickzack-Schablone. Ihr nehmt ein DIN A4-Blatt und fangt einfach an, mit einem Lineal und Bleistift Zacken zu zeichnen. So, verschiedene Größen. Dann geht hier unten weiter. Das macht ihr bis zum Schluss. Und dann wird das Ganze ausgeschnitten, auf den Kuchen gelegt und mit Puderzucker könnt ihr dann ein schönes Zickzackmuster auf euren Kuchen zaubern. So, das Ganze schneidet ihr dann aus mit der Schere. Einfach mit der Schere die ganzen Zacken ausschneiden. Dann habt ihr sowas. Da habe ich etwas dickeres Papier genommen, Pappe, und habt hier so mehrere Zacken. Dann habe ich einen Kuchen schon vorgebacken. So, den machen wir mal ein bisschen vom Weiten. So, dann machen wir die Zacken darauf. So, fangen wir mal so an. So. Dann habt ihr hier an den Stellen, wo es frei ist, gleich den Puderzucker drauf. Mal gucken. So. Und so. Dann haben wir Puderzucker. Streuen wir das da so drauf. An die freien Stellen, die wir haben. Könnt ihr diese super Schablonen, Zickzack-Schablone für den leckeren Karottenkuchen, habe ich hier gebacken, nehmen. Habt ein tolles Muster. So, jetzt machen wir die Zacken ab. Sieht doch wunderbar aus. So sieht dann unser Kuchen mit den Zacken.